Epps, FISM ist offiziell vorbei hier in Busan gewesen. Wir sind schon wieder in Seoul, also schon quasi in Richtung Heimat unterwegs. Dein erstes Fazit gestern war ganz positiv. Jetzt konntest du noch mal eine Nacht drüber schlafen. Was würdest du sagen, wie blickst du jetzt zurück auf die letzten 9 Tage erstmal allgemein gesehen? Also da habe ich eigentlich nichts zu ändern. Es ist und bleibt einer der besten FISM-Kongresse, die ich erlebt und mitgemacht habe. Und das will schon was heißen, das werden ja schon so 2, 3 gewesen sein. In der FISM-Jury sitze ich seit 1988, FISM-Kongress ist seit 1973. Und da quasi im 3-Jahres-Rhythmus. Ja, mit wenigen Ausfällen. Ja, ich würde sagen, dann hast du eine ganz, ganz gute Übersicht. Was waren so 2, 3 Aspekte, die dir einfach besonders in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, das sticht schon einfach raus für einen Kongress in der... 9 Tagen. Es war eine Weltmeisterschaft mit 5 erstklassigen Galaabenden. Normal sind 2 Galashows, hier wurden 5 Shows geboten. Sensationell. Die Freundlichkeit der Koreaner, unglaublich. Da gab es keinen Stress, da gab es keine Aggressionen. Man fühlte sich immer als Gast willkommen, jedes Problem wurde gelöst. Da gab es mal an einem Tag gab es ein Problem, da waren keine Monitore aufgestellt, am nächsten Tag standen die Monitore. Da gab es ein Problem, dass keine Papierkörbe da waren. Am nächsten Tag waren überall Papierkörbe. Da hat man bemängelt, dass es zu wenig Imbissstellen gibt. Am nächsten Tag standen lauter Häuschen vor dem Kongresszentrum, wo man Kleinigkeiten kaufen konnte. Also ganz toll. Und was mir am meisten gefallen hat, ist, dass die Koreaner von der Organisation mit dem Herz dabei waren. Man hat immer dieses Herz gespürt. Und das war bei manchen früheren FISM nicht der Fall. Und hier war mit Liebe und Freude und Spaß dran. Man hatte auch, also im Vorfeld, als ich das Programm zum Beispiel bekommen habe, habe ich gedacht, huch, das ist aber, sieht aber sehr überschaubar aus. Ne? Also es wirkte zumindest in dieser Struktur wirkte es, als hätten wir sehr viele Lücken. Es fühlte sich dann nicht so an, zumindest für uns, die wir natürlich sehr viel hinter der Bühne waren. Aber ich glaube auch für den normalen Kongressbesucher gab es wenig Langeweile. Aber auch so, die Asiaten neigen nicht zu opulenter Dekoration oder Gemütlichkeit, sage ich mal, im vielleicht europäischen Sinne. Aber diese Herzlichkeit, die kam dann mit der Zeit doch durch und spätestens bei der Abschlussgala am Freitagabend, die koreanische Gala, da merkte man, welches Herzblut dahinter steckt. Ja. Und ich teile das irgendwo. Ich finde, das Geld muss nicht angelegt werden in opulenten Dinner oder in Damenblümchen und Damenballon. Die haben ihr Geld investiert in perfekte Galashows mit allem drum und dran. Und ja, sensationell. Reden wir über die Wettbewerbe. Du hast ja als Jurymitglied alle Wettbewerbe gesehen und auch alle Bühnenwettbewerbe gesehen und auch gewertet. Mein Eindruck und auch das, was ich so von den meisten anderen gehört habe, war das anders als sonst, wo es ja bei FISM-Wettbewerben auch gerne mal den einen oder anderen Totalausfall gab, dass wir uns durchgehend auf einem bemerkenswerten Niveau befunden haben. Ja, es waren im Prinzip keine zählbaren Ausfälle. Natürlich gab es 2, waren es glaube ich, wo man gesagt hat, okay, was soll das hier? Aber der Level von den anderen, das war einfach unglaublich. Und man muss schon sagen, es waren die Japaner, die Chinesen und die Koreaner. Europa, die Spanier waren sehr gut, Franzosen ein bisschen weniger und die Deutschen noch ein bisschen weniger. Ja, wir haben ein paar sehr schöne deutsche Nummern gesehen, ein paar, die sich erfreulicherweise ja auch platziert haben, ein paar, bei denen viele sehr enttäuscht waren, dass sie sich nicht platziert haben, nicht nur die Künstler, sondern auch, ich nehme mal Hayashi noch mit rein, der ja zwar für Großbritannien gestartet ist, aber ja auch in Deutschland lebt und MZVD-Mitglied ist und uns ja allen sehr verbunden, wo auch die Reaktionen, zum Beispiel des Publikums, sind ja auch alle aufgesprungen, haben Standing Ovations gegeben, also waren einige Beispiele, gab's Jury, Entscheidungen, die du, wenn du allein hättest entscheiden dürfen, anders gefällt hättest? Ja, klar. Möchtest du darüber reden? Nein. Das haben wir schon gedacht. Aber gibt es Dinge aus dem Bereich des Wettbewerbs, die dir vielleicht so, die du mitbekommen hast, wo du sagst, da würde ich vielleicht doch einordnen, gern 1, 2 Worte sagen zu möchten? Eigentlich auch nein, aber das ist wie immer bei solchen Sachen, jede Juryarbeit muss ein Kompromiss sein.
Wir waren in der Bühne 9 Juroren mit unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlicher Herkunft. Da waren Grand Prix-Gewinner dabei, da waren Profizauberer dabei, da waren Leute dabei, die sowas Ähnliches wie ich machen, also Nummern trainieren. Das war eine enorme Bandbreite. 3 Frauen dabei, also auch da wird langsam so ein bisschen ein Gleichgewicht hergestellt. Und dass da nicht alle eine und derselben Meinung sein können, ist klar. Das Ziel muss sein, ein Ergebnis zu haben, hinter dem alle stehen können. Und das ist euch gelungen? Meistens. Im Großen und Ganzen. Meistens. Okay. Ja, wunderbar. Bleibt die Frage des Blickes nach vorn sozusagen. Ich glaube, nach dem, was ich so über Kanada gehört habe, können wir uns freuen auf das, was uns in 3 Jahren da bevorsteht. Ja, wir hatten die Gelegenheit, ja in Kanada zu sein. Wir waren eingeladen und ich habe also die Organisatoren kennengelernt, ich habe die Räumlichkeiten. Vollständigkeit halber sollten wir sagen, in Spanien wart ihr auch. Ne? Das war, also ihr guckt euch beides an, ne? Ihr wart nicht nur da eingeladen, habt es da genommen. Nein, da waren 2 FISM-Gruppen unterwegs und die Gruppe, ja, also wir haben halt eine Empfehlung, ich habe in der letzten Magie schon deutlich geschrieben, wie gut ich das dort finde und es hat sich gezeigt, die haben also mit großer Mehrheit gewonnen, die Wahl, wenn man davon gewonnen reden kann. Und der Erfolg, es sind über 500 Anmeldungen, die in diesem Kongress schon für Quebec gemacht worden sind. Und das ist enorm, mit welchem Vertrauen die Zauber in diese neuen Weltmeisterschaften gehen. Ja, das ist bemerkenswert. Hier waren es, glaube ich, 2300 Anmeldungen. Also 500 ist eine enorme Zahl. Ist eine enorme Zahl. Die rechnen mit 4000 Leuten sogar in Kanada. Ja. Wahnsinn. Ja, wir sind gespannt und wir werden vielleicht zwischendurch mal uns unterhalten darüber, wie Deutschland strategisch sozusagen, was wir uns überlegen können, um im Wettbewerb noch ein bisschen souveräner abzuschneiden. Oder gibt es schon Ideen? Das ist mein ganz großer Wunsch. Wir haben lange Jahre in der ersten Liga gespielt. Zweite Liga reicht im Moment nicht aus für die deutschen Zaubernummern. Ich habe mich oft gewundert, wenn ich irgendwo im Ausland bei anderen Kongressen war. Ich habe wenig unserer Wettbewerbsteilnehmer gesehen. Ich habe das Gefühl, die sitzen in Deutschland, beobachten den Markt, aber das reicht nicht aus. Man muss über den Topf gucken. Ja. Zaubern wird international und unsere jungen Leute müssen gucken, was sich in anderen Ländern abspielt. Und gerade im Bereich Manipulation ist ein enormer Nachholbedarf bei uns. Ist es aber nicht auch so, dass, also wir haben es hier von den Koreanern gehört und wir haben auch zum Beispiel mit Julius Frack gesprochen, der darüber sprach, es gab einen sehr großen Austausch sozusagen, also es gab, die Koreaner haben vor so 10, 15 Jahren großen Nachholbedarf ihrerseits zum Beispiel entdeckt und haben sich die Besten geholt, wo auch viele Deutsche erfreulicherweise damals zugehörten, haben sich Inspiration geholt, haben nicht kopiert, sondern haben sich inspirieren lassen und haben daraufhin entwickelt. Das heißt, es ist jetzt vielleicht so ein bisschen an der Zeit, dass die Deutschen sozusagen den Blick zurückwerfen, und mal so sich umgekehrt von der Welt inspirieren lassen. Wäre das deine Anregung? Unbedingt. Und sind die Japaner schon zuvor gekommen? Ja? Also ich hab gesagt, dass die Japaner die neuen Koreaner sind. Die haben umwerfend gut gearbeitet, neue Effekte, neue Techniken. Und ich denke, dass die deutschen Zauber sich an diesen beiden Nationen orientieren sollen. Und was ich auch schon seit 10 Jahren sage, die Zeit der nur Comedy und wenig Zauberei geht dem Ende entgegen. Die Zeit der Desimonik-Zustimmen da hinten und Desimo ja immerhin. Und die Zeit der Mentalmagie geht auch dem Ende entgegen, weil die Laien in Anführungszeichen wissen inzwischen, was mit Elektronik möglich ist. Und das reicht nicht mehr lange, dass Zauber dann mit elektronischen Hilfsmitteln so tun, als könnten sie große Wunder vollbringen. Und die Zukunft wird sein, ganz klar, wir haben es hier schon gesehen, allgemeine Magie mit Musik wieder. Shownummern, die der Fantasie freien Lauf lässt, wo man alles machen kann, was zulässig ist, also auch für einen Wettbewerb. Wobei ich da bei Elektronik nochmal eingreifen muss, ich weiß nicht, ob du es gesehen oder gehört hast, gab heute eine Anzeige, die mit Eric Chen geworben hat, mit einer, also der amtierende Grand Prix-Sieger im Close-Up-Bereich, der eine Münzmatrix unter anderem vorgeführt hat, eine sehr, sehr bemerkenswerte, die damit wirbt, dass man diesen nach einjähriger Arbeit fertiggestellten Tisch und von ihm vorgeführten jetzt kaufen kann, der eine Münzmatrix fast ohne Fingerfertigkeit und Üben irgendwie erlaubt. Wo einige sagten, das gibt dem Ganzen natürlich irgendwie so einen anderen Touch. Jetzt hast du ja Close-Up nicht bewertet und kannst das dir anders anschauen. Ist das
ein Trend, den wir uns stellen müssen oder wo man auch ein bisschen aufpassen muss, dass da nicht die Technik auch überhand nimmt? Also ich glaube, bei den neuen Manipulatoren, Japan, auch China, die arbeiten mit allen möglichen Techniken, nicht ausschließlich Elektronik. Die setzen alles ein, Neuentwicklungen. Da ist die Manipulation dieser Art ist im Rückgriff. Ja? Also ein moderner Manipulator, der nur noch das macht, das wird es nicht mehr geben. Ja, das sind andere Techniken am Werk. Und deswegen sage ich, dass ein Kloster, aber sowieso auch ein allgemeiner Magier, durchaus mit allen Hilfsmitteln arbeiten kann. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Und durch den Jugendworkshop haben wir ja so ein bisschen den Blick auf das, was in der Szene so kommt. Und ich glaube, dass da sehr viele sehr kreative junge Menschen dabei sind, die auch dank auch dem Internet und anderem die Welt im Blick haben. Und laienhaft würde ich jetzt mal, also als Nicht-Juror würde ich mal da grundsätzlich positiv in die Zukunft schauen. Und hast du trotzdem darüber hinausgehend noch Tipps, abgesehen davon, dass man sich natürlich auch an dich oder andere wenden kann im Zirkel? Nee, eigentlich nicht. Ich denke, dass die Jugendarbeit vom MZVD optimal ist, mit diesen zwei Jugendworkshops und den Jugendmeisterschaften, dass wir das noch verstärken können. Es ist auch klar, dass wir mehr Trainingswochenenden machen werden oder durchaus schauen in die Nachbarländer. Wir waren im Januar bei der Claustro in Spanien. Das war eine sensationelle Geschichte. Vier, fünf Masters aus Frankreich, Italien, UdSSR waren da und die brachten zwei Schüler mit. Also wir waren eine Gruppe von 20 Leuten und da wurde nur gebrainstormt und Nummern verbessert. Und solche Projekte europaweit müssen wir weiter vorantreiben und sowas auch in Deutschland installieren. Okay, also ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet und die Zauberei in Deutschland. Aber es klingt, als würde es spannend bleiben und wir können uns gemeinsam auf die Zukunft freuen. Das auf alle Fälle. Wunderbar, wunderschönes Schlusswort und damit geben wir dann gemeinsam hier aus Seoul sozusagen, mit Heart und Soul wieder zurück nach Deutschland. Okay. Danke dir.